An Schlaf war in dieser Nacht nicht zu denken. Bis zum Morgengrauen kauerte Jade auf dem schwarzen Bett mit rasendem Herz und einem Gefühl in der Brust, als würden Sehnsucht und Furcht sie gleichzeitig versengen und frösteln lassen. Hinter ihren geschlossenen Lidern wirbelten die Bilder. Das Echo. Lillian und Jakob. Tam, die Blauhier. Die Rebellen, das Ding in der Kiste. Und Faun. Immer wieder Faun. Sie spürte seine Berührung, als wäre er noch in der Nähe, und wenn sie den Kopf zur Seite neigte, glaubte sie noch, seinen Duft wahrzunehmen, der sich in ihren Locken verfangen hatte. Erst als das graue Morgenlicht durch die Läden fiel, begannen die Bilder zu verblassen und sie lehnte erschöpft den Kopf auf ihre Knie. Sie träumte von der goldenen Barke der Lady. Die Vila war eisengrau und glatt. Genauso grau war die Maske, die die Lady über ihrem Gesicht trug. Ein strenges, schönes Gesicht mit eisernen Nasenflügeln und in Metall getriebenen, wie Schwalbenflügel gebogenen Brauen. Das einzig Lebendige waren ihre Augen, grau und glänzend wie Rauchquarz. Sie stand aufrecht mit stolz erhobenem Kopf, ihr kupferrotes Haar wehte im Wind, ihre Arme lagen gekreuzt über der Brust. Wie immer trug sie graue Handschuhe und als Richtstab ihre Lilie aus Eisen in der rechten. Jade blinzelte im Traum. Sie wollte nach Faun rufen, wollte alles tun, um ihn vor der Lady zu warnen. Doch Kehle und Körper waren wie gelähmt. Dann entdeckte sie auf der Barke zu Füßen der Lady. Wie ein Verurteilter kniete er mit dem gesenkten Kopf zu ihrer Linken. »Entscheide dich«, sagte Lady Ma. Dann deutete sie mit der Lilie auf ihre rechte Seite und Jade erkannte, dass dort noch jemand kauerte. »Martin!« Ein Flattern ließ sie auffahren. Durch die schmalen Öffnungen der Fensterläden tasteten sich Lichtfinger in der Dunkelheit des Zimmers. Doch benommen vom Traum nahm sie die Schatten der Vögel wahr, die vor den Läden vorbeiflügen. Die Blauhäher, dachte sie. Und mit einem Mal war sie hellwach. Alles hatte sich verändert, sogar das Fenster am Ende der Treppe. Jade hatte noch nie so viel Unbehagen gespürt, als sie die Treppe hinunterlief und auf die Straße blickte. Dort draußen musste es gestanden haben, das Echo, das sie auf der Spur war. Ihr Atem stockte, als sie sich an die Dämonenfratze erinnerte. Rasch lief sie in Richtung Küche. Im selben Moment, als sie an der Kellertür vorbeihuschen wollte, flog diese auf und ein Fremder trat aus dem Gang. Jade war so verblüfft, dass sie stehen blieb und den Mann nur anstarrte. Er trug Jakobs Kleidung und hatte rotbraune Locken, die allerdings viel kürzer waren als die von Jakob. Dann verzog der Mann mit den braunen Augen das Gesicht zu einem breiten, verlegenen Lächeln, das sie unter tausend wiedererkannt hätte. »Jakob«, rief sie völlig entgeistert. Lynn hatte wirklich recht gehabt. Ohne Bart sah er schockierend jung aus, jedenfalls jünger als die 38 Jahre, die er zählte. Jade war noch nie aufgefallen, dass er ein gut aussehender Mann war, mit klaren Zügen, schönen Lippen und einem etwas zu kantigen Kinn. »Herr je Jade, mach den Mund wieder zu«, murmelte Jakob und rieb sich über die glatten Wangen. »Ich dachte einfach, es ist an der Zeit, die alten Bärte abzuschneiden. Gefällt's dir nicht?« »Wenn du noch wie mein Vater aussehen würdest, würde es mir gefallen«, dachte sie. Es erstaunte sie selbst, wie sehr der neue Jakob sie verunsicherte. »Ich denke, es ist wichtiger, dass es Lillian gefällt, oder?«, fragte sie spitz. Jakobs Miene verfinsterte sich. Er schnaubte und hob die Fäuste in die Taschen. Jade konnte beinahe hören, wie die unsichtbare Tür zwischen ihnen ins Schloss fiel. »Jakob, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Ich meinte doch nur...« »Dann gefällt es dir eben nicht. Warum frag ich dich überhaupt?« »Wenn jemand kein Stirnband trägt, ist er für dich ohnehin hässlich, habe ich recht?« Beinahe erleichtert, es zu sehen, dass es noch so der jetzt zornige, empfindliche Jakob war, der vor ihr stand. »Wag es nicht, dich auch noch zu entkleiden, alter Mann«, konterte sie, und endlich glätteten sich Jakobs Züge, zumindest ein wenig. »Kann mich beherrschen«, gab er zurück. »Es reicht, dass meine Tochter aussieht, als hätte sie in den Flussleuten abgekauft.« Und er fügte mit einem Seufzen hinzu: »Ich muss heute den Fahrstuhl reparieren. Du wirst es nicht glauben, aber die zwei Barbaren aus dem Nordland haben den Fahrstuhlknopf zerschmettert.« »Ich weiß«, hätte Jade beinahe erwidert.
Lilith merkte man gar nichts an. Keine Regung, kein Lächeln, keine Verlegenheit. So als wäre Jade und sie sich in der Nacht nicht begegnet. Hast du Jakob etwa gebeten, sich zu rasieren? Platzte Jade heraus, sobald sie mit einem Becher heißen Tee geholt hatte. Es gab ihr einen Stich, wie beiläufig Lilith die Schultern zuckte. Es ist sein Gesicht. Ich habe nur erwähnt, dass er mir ohne Bart besser gefallen würde. Anscheinend hatte sich zu dem Rat zu Herzen genommen. Jetzt war Jade doch verunsichert. Lilith und sie waren noch Freundinnen, oder nicht? Warum verstellte sie sich dann? Kennst du sie gut? Diese Frage, die Faun ihr gestellt hatte, fiel ihr wieder ein. Bei der Erinnerung an ihre Begegnung fühlte sie, wie ihr Herz einen Satz machte und losgaloppierte. »Ist etwas, Jade? Du bist so still.« Lilith entging wirklich nichts. Rasch senkte Jade den Kopf und schüttelte den Kopf. Wunderbar. Sie verdächtigte Lilith, misstraute ihr und urteilte über sie. Dabei hatte sie selbst viel mehr zu verbergen. Sie wagte sich gar nicht vorzustellen, was Lilith und Jakob davon halten würden, dass sie den Rebellen Warnungen zukommen ließ. Von der verwirrenden Gefühlen, die sie für Faun hatte, ganz zu schweigen. Als das Geräusch des Fahrstuhls erklang, hätte sie beinahe den Tee verschüttet. Sie wollte schon aufspringen, doch im letzten Augenblick besann sie sich und zwang sich dazu, den Becher ruhig abzustellen und wie beiläufig aus der Küche zu gehen. Sie hatte gedacht, Faun noch für einige Augenblicke allein zu treffen, doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Die beiden Nordländer waren bereits auf dem Weg zur Tür. Tams Hund blieb stehen und sah sich im selben Augenblick nach Jade um, als auch Faun ihre Gegenwart bemerkte. Sein Anblick nahm ihr den Atem. Er trug ein schwarzes Festgewand. Mattierte Goldstickerei prangte an einem langen Umhang, schmal geschnittene Hosen aus Wildleder und ein uniformelles Wams ließen ihn noch schlanker und größer erscheinen. Und offenbar hatte er ebenso wenig geschlafen wie sie. Er war blass und hatte dunkle Ringe unter den Augen, als ihn paradoxerweise noch schöner erschienen ließ. Jade wollte ihm schon verstohlen zulächeln, als er die Brauen zusammenzog und abrupt den Blick abwandte. Das war wie ein Schlag in den Magen. »Das Bootsmädchen, das keines ist«, sagte Tam mit einem freundlichen Lächeln. »Auch unterwegs in die Stadt Jade Livionis?« »Nein«, antwortete sie. Die Abwehr und stechende Arroganz in Fauns Haltung erschütterte sie. Im Moment konzentrierte er sich darauf, den Ärmel über dem Verband zurechtzurücken. Ablehnung strahlte aus dieser Geste. Er schluckte mehrmals. Nur daran sah sie, dass er nicht ganz so unbeteiligt war, wie er wirkte. »Das kann doch nicht sein. Bisher war es Fassungslosigkeit gewesen, aber nun kroch langsam die Wut in ihr hoch.« Jade ballte die Hände zu Fäusten. »Gehst du auch nicht zum Hafen?« fragte Tam. »Ach nein, vermutlich nicht. Deine Freunde von der Fähre haben heute Morgen noch genug zu tun, bis die Turbinen wieder richtig funktionieren.« »Ich habe hier ebenfalls mehr als genug zu tun«, erwiderte sie frostig. »Vieles im Hotel ist beschädigt und muss repariert werden.« Sie hatte erwartet, dass Tam ertappt aussehen würde, aber er blieb völlig ungerührt. Sie glaubte sogar, ein amüsiertes Blitzen in seinen Augen zu bemerken. Am liebsten hätte sie ihm ein freundliches Grinsen aus dem Gesicht geschlagen. »Immerhin funktioniert der Fahrstuhl wieder«, bemerkte Faun. Seine Stimme war so ausdruckslos kalt. Tam hob die linke Augenbraue. »Nun, im Moment jedenfalls. Wie alles in diesem Hotel wohl nur für den Moment gemacht ist. Die Ironie in seinen Worten verfehlt ihre Wirkung nicht.« »Es hat euch niemand gezwungen, hier zu wohnen«, bemerkte Jade. Sie wusste, es war ein Fehler, aber schon jetzt hatte sie das Gefühl, an unzähligen, ungesagten Worten zu ersticken. Tam lächelte herablassend und Jade fragte sich, wie sie ihn je hatte freundlich und faszinierend finden können. »Gehen wir«, sagte Faun. Er wandte sich einfach ab und öffnete die Tür. Sie traten über die Schwelle, der Hund trabte auf die Straße, mitten in das Rauschen von Schwingen. Fauns schwarzer Mantel bauschte sich im Wind. Jade hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Enttäuschung und Scham überschwemmten sie endgültig, jäh und heiß.
Im selben Moment drehte Faun sich um, um die Tür hinter sich zuzuziehen, und blitzte ihr ein verschwörerisches, warmes Lächeln zu. Er tauchte lautlos aus dem Nichts auf. Ganz plötzlich. Eine Silhouette im mitternächtlichen Dunkel. Jade hatte gerade zum fünften Mal zur Treppe gehen wollen, um nach Schritten zu lauschen, und als die schattenhafte Gestalt plötzlich direkt vor der Tür ihres Zimmers stand, prallte sie im ersten Schreck zurück. War er es wirklich? Faun? Ein leises Lachen antwortete ihr. Wer sonst? Oder erwartest du noch jemanden? Jade ging auf den Scherz nicht ein, und sie gab sich auch keine Mühe, die Schärfe in ihrer Stimme zu verbergen. Woher wusstest du, in welchem Zimmer ich bin? Ich würde dich überall finden. Allerdings ist es wirklich ungewöhnlich, dich an einem Ort zu sehen, an dem du dich nicht in Gefahr bringen kannst. In der Dunkelheit konnte sie sein Lächeln nur erahnen. Da war wieder die Sehnsucht, ihn zu berühren. Dennoch hielt eine seltsame Befangenheit sie davon ab. Auch er schien die Distanz zu spüren, und so verharrten sie wie Fremde, eine Armlänge voneinander entfernt. »Was sollte das Spielchen heute Morgen?« flüsterte Jade verärgert. »Warum hast du so getan, als würdest du mich nicht einmal kennen? Wenigstens...« »Tam darf es nicht wissen«, sagte er hastig. »Es tut mir leid, ich weiß, wie es auf dich wirken musste.« »Weißt du das wirklich? Was soll ich von dir halten? Und wenn du denkst, dass ich vor Tam kusche, dann hast du dich getäuscht. Wir mögen dem Befehl der Lady unterstehen, aber eure Sklaven, über die ihr euch lustig machen könnt, sind wir nicht.« »Jade!« Das Flüstern war so sanft und voller Schmerz, dass sie verstummte. »Ich bin nicht Tam.« Es überraschte sie, wie sehr diese Worte sie entwaffneten. »Du solltest vorsichtiger sein«, hörte sie ihn sagen. »Du weißt nicht, wozu er fähig ist.« Jade dachte an die Blauhehe und schluckte. »Doch, das weiß ich. Er kann dich dazu bringen, mich wie Luft zu behandeln. Das ist meine Art, dich vor ihm zu schützen. Und du ahnst nicht, wie schwer es mir gefallen ist, dich nicht anzusehen.« Da waren wieder die Wärme, die Nähe, und ganz von selbst kehrte Jades Lächeln zurück. »Sehen wirst du mich auch heute nicht«, erwiderte sie nach einer Weile. »Wir sitzen im Dunkeln. Der Strom ist heute Nacht wieder ausgefallen, und Lampenöl haben wir auch nicht mehr. Komm ins Zimmer.« Sie wollte nach seiner Hand greifen, doch er glitt bereits an ihr vorbei in den Raum. Seine Schritte waren schnell und so sicher, als wäre es taghell. Sie schauderte und spürte, wie das Fremde an ihm, das andere, es irritierte sie mehr, als sie zugeben wollte.